Eine der spannendsten Biografien, die ich in den letzten Jahren als Lektorin betreuen konnte, ist die Lebensgeschichte von Peter Aufschneider mit dem Titel Er ging voraus nach Lhasa, verfasst von Nikolaus Mailänder. Peter Aufschneider wurde zu Beginn des Zweiten Weltkriegs aus Gründen, die ich jetzt darzulegen zu weit führen würden, in Nordindien in einem britischen Lager als Gefangener verhaftet, zusammen mit Heinrich Harrer. Die beiden Bergsteiger beschlossen, ihre missliche Lage nicht einfach so hinzunehmen, sondern den Ausbruch zu wagen und zu versuchen, von Indien aus über den Himalaya in die endlosen Weiden Tibets zu kommen und die verbotene Stadt Lhasa zu erreichen. So wurde aus einer der schwersten Krisen ihres Lebens der Auftakt zu einem Abenteuer, das bis heute die Menschen fasziniert und letztendlich die Erfüllung ihres Lebens wurde.